Hey Leute, was geht ab? Ich bin hier gerade beim ADAC. Ich mache heute ein Sportfahrertraining. Es ist gerade kurz vor 10, es geht irgendwie um 10 los, deswegen nochmal hier kurz schnell ein Video machen. Ich bin gespannt, was heute alles auf mich zukommt. Bin hier mit einigen Leuten, eigentlich der einzige BMW hier, alles andere sind GTIs und Golfs. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was die ganze Sache bringt und werde darüber mal ein bisschen berichten, wie das so abläuft, was man sich darunter vorstellen kann, wie viel ich gelernt habe und so weiter. Und ja, ich gebe euch weiter Updates. Haut rein, peace. Ich erzähle euch in diesem Video ein bisschen über das ADAC-Fahrsicherheitstraining, was ich gemacht habe, wie es dazu gekommen ist, was meine Eindrücke war. Und das Ganze mache ich jetzt relativ spontan, weil ich über Insta relativ viele oder ziemlich viele Anfragen bekommen habe. Wo ist das? Was war das? Kann ich das auch machen? Was kostet der Spaß? Wie hat es dir gefallen? Wie war dein Eindruck? Und so weiter. Da wurden ziemlich viele Fragen gestellt. Und das möchte ich einfach mal mit euch so teilen. Ich sitze immer noch, wenn man vielleicht sieht, ein bisschen anders im Auto als sonst. Ich habe die Sitzposition mal so gelassen, wie ich es jetzt auf dem Track hatte. Die werde ich euch auch nochmal in Einzelnen zeigen, aber ich werde erstmal das Video so ein bisschen strukturieren. Wie kam es überhaupt dazu? Wird so das Erste sein, was ich euch erzähle. Das Zweite, was sind meine Eindrücke? Positives, Negatives? Was habe ich gelernt? Wie ist das Ganze aufgebaut? Und würde ich es wieder machen? Und was kostet der ganze Spaß? Und das ist so, was ich euch in dem Video ein bisschen verraten werde. Ja, fangen wir einfach mal an, wie es dazu kam. Und zwar vor guten zweieinhalb Wochen war ich am Wochenende mein Auto waschen. Hier in Hamburg an einer Tankstelle, die auch Waschboxen hat und eine echt ganz gute Waschanlage, weil sie auch recht neu ist. Und da habe ich ganz fleißig hier mein Auto gepostet, wie heißen die Dinger? Tornado? Nee, diese Torpedo-Pistolen da, wo man so Fußmatten und sowas sauber machen kann. Richtig geil. Deswegen fahre ich auch immer zu der Tankstelle hin, weil die hat Druckluft und diesen Tornado zum Saubermachen vom Innenraum und sowas. Richtig gut. Und dann war ich da ganz eifrig am Putzen und dann war da einer, der hatte einen Golf GTI, einen Golf 7er GTI müsste das sein, Performance. Der war ganz geil foliert in so einer Regenbogenfarbe. So, da sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen, haben uns relativ lang unterhalten und sofort super gut verstanden. Also wenn du das siehst, auch Chris, schöne Grüße. Ja genau, darüber hinaus, so kam einfach ins Gespräch und ich habe so ein bisschen erzählt, was ich in meinem Auto gemacht habe, dass ich immer wieder mal gern zum Ring gefahren bin und dass ich einfach Bock habe, mehr auf diese sportive Fahren, dass ich mein Auto daraufhin ein bisschen aufgebaut hat, dickere Bremsanlage rein, bessere Bremsbeläge, Domstrebe und so weiter und so fort. Ja, das sieht verdächtig nach Blitze aus hier. Und ja, dann hat er gesagt, ey, ich weiß nicht, ob du Bock hattest, aber in 2 Wochen fahren wir zum ADAC, mach so ein Fahrsicherheitstraining, so ein Sportfahrertraining und wir haben noch einen Platz frei, so vielleicht hast du ja Bock mitzukommen. Und dann meine ich so, ja, okay, keine Ahnung, klingt ganz nice, so lass mal Nummern austauschen, ich melde mich dann einfach nochmal. Und dann haben wir Nummern ausgetauscht und dann hat jeder so für sich erstmal sein Auto weitergeputzt und dann sind wir einfach in Kontakt geblieben. Ich habe mir dann ein paar Infos rausgesucht, wusste aber eigentlich gar nicht viel, habe aber einfach, er hat ganz gut erzählt, er meint, das ist so ein Sportfahrertraining, das hat er schon mal gemacht, man fährt da auf so einen kleinen Track rum und man lernt echt ganz gut fahren und das Auto besser kennen. Und das war eine Sache, was ich schon immer mal haben wollte, weil auf dem Ring bin ich immer noch sehr vorsichtig unterwegs, weil einfach da nicht so viel Platz ist. Ne? Also wenn man verkackt, dann haut es einen sofort in die Leitplanke. Und ich bin jetzt noch nicht so der Skill-Driver, wo ich sagen würde, okay, da fahre ich jetzt letzte Rille, sondern erstmal Strecke kennenlernen, ist ja auch nicht ein kleiner Ring. So, und dann habe ich einfach gesagt, okay, weißt du was, so Chris, ich bin dabei, ich mache da einfach mit. Habe mich aber vorher nicht informiert, das ist auch eigentlich ziemlich geil, die Situation, dass man immer noch wieder offene Leute kennenlernt, die auch einfach sagen so, hey, cool, so Leute, interessiert sich für Autos, ob GTI oder BMW, ist völlig egal. Und ja, war auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Ja, da habe ich mir einen Kurs geschlossen und dann habe ich 100%ig zugesagt, dass ich da jetzt mitmache. Das war auch verbindlich das Ganze, also war auch ganz nice. So, dann zum Training selbst. Was ist das Training und so weiter und so fort? Das Training nennt sich Sportfahrertraining, ist vom ADAC, das ist in dem Eigenkategorie, das der Expertenlevel. Das heißt, darüber hinaus gibt es kein Training, was noch mehr Anspruch hat, was der ADAC anbietet. Es gibt nur ergänzende Trainings, das nennt sich einmal Intensivtraining und dann einmal Drifttraining. Was aber, das Drifttraining wird gar nicht mehr überall angeboten, sondern nur noch an verschiedenen Stellen. Hier zum Beispiel in Hamburg, an Lüneburg nicht mehr, weil sich Anwohner über den Lautstärkepegel ein wenig beschwert haben. Ja, und deswegen war das das Maximalste, was man machen kann. Und was konnte man so alles lernen? Also, oder wie war das Ganze aufgebaut? Man ist erstmal angekommen, gab es ein kleines Briefing. Wenn irgendeiner weiß, was hier manchmal in meinem Auto piept, mir gerne Bescheid sagen. Ich weiß es nämlich nicht.
Naja, auf jeden Fall, wie ist das Training aufgebaut? Man kommt an, man hat eine kleine Vorstellungsrunde. Ich glaube, es sind maximal 8 bis 10 Autos. Wir haben, glaube ich, 8 Autos. Dann stellt man sich ein bisschen vor, hat man schon, wie viel fährt man so im Jahr? Hat man selber schon Rennstreckenerfahrungen gemacht oder nicht? Und ist es das erste Training und so weiter? Und ja, ist es das erste Training? Und was hat man so für Erwartungen oder für Ziele bei dem ganzen Training? Dass so der Trainer, der das Ganze ein bisschen macht, sich ein bisschen darauf einstellen kann, was denn jetzt die Sache ist oder was er so mit uns macht. Ja, danach ging es eigentlich schon runter. Die ersten Aufgaben waren erstmal Bremsübungen auf einer nassen Fläche, nee, auf einer trockenen Fläche, irgendwie erstmal von 50, dann von 60, dann von 70, glaube ich. Von 70 auf 0, da haben wir so 2, 3 Durchgänge gemacht. Danach das Ganze nochmal auf nassem Untergrund, also auf so einem nassen, glitschigen Untergrund, dass man so super weit rutscht. Dann ging es dann mal ein bisschen darum, um zu vergleichen, um zu verstehen, wie sich so ein Bremsweg verlängert oder verkürzt. Und man lernt auch richtig mal so dermaßen reinzuhacken in die Bremse. Also in der Stadt bremst man ja immer, sag ich mal, jetzt so sehr sanft. Ich wollte jetzt sagen. Aber man bremst halt ganz sanft. Man hackt ja, selbst wenn man mal ein bisschen flotter unterwegs ist oder mal bremsen muss, dann bremst man schon mal doll. Aber so richtig volle Pulle reinpressen, wo du dich richtig noch in den Sitz drückst und merkst, so wie du so, weiß ich nicht, 40, 60, 80 Kilo Bremspedaldruck aufbaust so mit deinem Bein, das hat man so nicht. Und das war immer ganz gut zu merken, wie man wirklich, man denkt, man bremst stark. Ich habe das erste Mal gedacht, so, was erzählt er denn so, warum bremsen die Leute nicht so heftig, ich mache gleich richtig heftig so, als bam, ich habe voll reingetreten und habe trotzdem gemerkt, da geht noch mehr. Und das ist irgendwie das Erstaunliche für mich gewesen, dass man einfach noch mehr in die Bremse reinhacken kann, als ich eigentlich dachte, was ich schon zum Maximalen tue. Ja, das war so einmal die erste Übung, war ganz gut. Danach, muss ich kurz überlegen, was kam danach? Danach kam dann wieder eine Bremsübung, und zwar nicht mehr auf dem Nassen, sondern wieder auf dem Trockenen. Und da war das Ziel, auf dem Punkt zu bremsen. Er hat hin so eine kleine Gasse gebaut. Und dann sollte man Beschleunigung auf 70, 80, 90 km/h, je nachdem wie schnell man sein muss, um dann mit einer Vollbremsung genau in dieser kleinen Gasse, / Box, stehen zu bleiben. Also Bremsen auf dem Punkt war die Übung. War auf jeden Fall ganz sinnvoll, das zu lernen. Und da haben sie so die Art und Weise, wie stark man in die Bremse reingeht, so, und das Verständnis, wie man wirklich sich reinpresst und den Punkt zu finden, war ganz gut. Dann kam die nächste Gruppe, ich glaube, dann sind wir auf den Track gefahren. Da gibt es einmal so einen Rundkurs, ich würde mal sagen, der ist so eine Minute Fahrzeit lang. In Kilometern habe ich keine Ahnung, was das jetzt ist. Und dann haben wir mal so ein, zwei Runden gedreht darüber. Und dann war es so an den drei wichtigsten Punkten sind wir mal ausgestiegen und haben uns dann die Strecke so ein bisschen angeguckt und besprochen. So, und dann war auch schon Mittagspause. Und dann war es ungefähr 12 Uhr, so würde ich mal sagen, 1 Uhr. Das Ganze ging, glaube ich, um, ich weiß es gar nicht, 10, Viertel nach 10 los. Also die Zeit ging auch ziemlich schnell. Bis dahin war ich so, okay, Bremsen kannte ich. Ich habe eine Sache vergessen, bevor es auf den Track ging. Ich weiß nicht, ob ihr das Video schneidet oder so lasse. Bevor es auf den Track ging, ging es erstmal auf die Schleuderplatte. Da ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da fährt man so bis 49 km/h über so eine Platte. Und das haut dann einfach in einem Moment so dein Heck weg. Du weißt nicht, in welche Richtung. Der Trainer kann auf jeden Fall auch die Stärke bestimmen, wie plötzlich das Ganze passiert. Und am besten so, den meisten Effekt hat man dann, wenn man alle Helfer aus hat. Und dann kommt es auf den Fahrer darauf an, wie reagiert man, wie schnell lenkt man gegen, wie verhält sich das Auto. Da muss ich sagen, das habe ich schon ein paar Mal gemacht, diese Schleuderplattenübung. Das kannte ich schon einmal vor 10 Jahren oder so, war ich mal auf dem Event. Dann jetzt gerade vor 4-5 Monaten auf dem Jago-Event war das. In Hannover auf dem Fahrsicherheitszentrum, da war das wirklich auch eine ganz interessante Nummer. Und zwar, ich habe das Auto beim ersten Mal nicht gefangen, beim zweiten Mal habe ich es gefangen und danach jedes weitere Mal auch. Und ich habe ja klugerweise mich da zweimal angemeldet an diese eine Übung. Und dann habe ich sie nochmal gemacht. Und als der Fahrerwechsel war, da wusste der Trainer nicht mehr, dass ich am Steuer bin. Und dann war meine Freundin war mit dabei und dann habe ich ihr so erklärt, wie man das so richtig macht. Und der Trainer hat gesehen, wie ich die ganze Zeit meine Freundin coache, dass sie richtig diese Übung macht, weil ich das vorher schon gemacht hatte und den Kniff halt raus hatte, wie rum das läuft. Und das war ziemlich geil. Und dann war Fahrerwechsel, dann saß ich im Auto und dann hat der Trainer, und das hat mir dann nachher der zweite Trainer gesagt, über das Mikrofon, hat gesagt, ey, Marc, derbe die Glanzleistung gerade, die du gemacht hast. Und zwar der Trainer wollte dich richtig in die Pfanne hauen. Er hat
die beim ersten Versuch diese Hydraulikplatte auf maximalste Stärke gestellt und die Richtung auf willkürlich, also nicht immer links rum oder rechts rum, sondern ich wusste nicht, in welche Richtung es geht. Und ich habe den Wagen sofort einfangen können und dann kam danach so, oh, das war krass, ja, der andere Trainer wollte ich gerade linken und voll in die Pfanne hauen und du hast es trotzdem geschafft, den Wagen sofort in der Spur zu halten. Und war sehr begeistert der Trainer war sehr begeistert über die Aktion. So. Das war auf jeden Fall echt super interessant. Was ich aber absolut nicht kapiere, ist, mein Auto hat Aktivlenkung und ich habe zweimal es geschafft, mein Auto zu fangen von 8 Meilen oder so. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ich verstehe es nicht, warum oder was ich anders gemacht habe. Bei dem Jago-Event hat es mich einmal gedreht und danach habe ich jedes Mal den Wagen gefangen. Ich weiß nicht, ob Jaguar so viel besser ist als BMW, aber das hat mich echt gewundert. Ich verstehe es bis heute nicht. Ich habe auch schon überlegt, aber irgendwie habe ich es nicht auf die Kette bekommen, den Wagen so regelmäßig einzufangen, wie ich es vorher geschafft hatte, obwohl ich da eigentlich ziemlich viel Übung drin hatte. Dann ging es auf den Track, dann haben wir da drei Runden gedreht auf den Track und uns die zwei oder drei wichtigsten Passagen einmal angehalten, sind auf der Strecke rumgelaufen, haben uns ein bisschen besprochen, wie man das am besten anfährt, wie so die ungefähre Ideallinie ist und danach ging es halt zum Mittag. Da war die Mittagspause, Buffet gab es für 15 Euro mit drin und ein Freigetränk und ja, das war soweit auf jeden Fall ganz gut. Buffet war anständig, wenn ihr was wissen wollt, ich sag mal ganz kurz, was es gab. Es gab so ein Rindergulasch, Gyros mit Tzatziki, Ofenkartoffeln, Basmati-Reis, Gemüse mit Hollandaise, dann gab es Salat, ein bisschen Dessert. War eigentlich ganz in Ordnung, also man konnte da auf jeden Fall anständig satt werden. Da gibt es noch eine kleine Kaffeebar, wenn man so ein bisschen Bock auf Kaffee hat und alles. Da gibt es auf jeden Fall nichts zu meckern und danach ging es direkt auf den Rundkurs. Und mit dem Rundkurs war das dann so, da war sofort im Prinzip nochmal 2-3 Runden einfahren, dann haben wir angehalten, da wurden die Gruppen in 2 Leute aufgeteilt und dann ging es wirklich, der Instructor ist vorgefahren, sag ich mal, der ADAC-Fahrtrainer und dann 4 Autos hinterher und dann in 2 Gruppen 4 und 4 und dann hat man sich immer abgewechselt, so nach 4 Runden, 5 Runden fahren, eine Abkühlrunde und dann war wieder die andere Gruppe dran. Körperlich irgendwie was nicht in Ordnung sein sollte oder irgendwie irgendeiner direkt da stehen, dass wir ja noch ein bisschen rein und wirklich mal ganz versucht entspannt zu fahren. Schaut euch meine Linie an. Und das war einfach ziemlich interessant zu wissen, wie man das Auto wirklich beherrschen kann. Die Ideallinie zu lernen ging eigentlich relativ fix, fand ich jetzt jedenfalls, weil der Kurs nicht so groß war. Also der war relativ klein und es waren 2-3 knifflige Stellen. Eine Kurve habe ich irgendwie nicht hinbekommen. Die war für mich ziemlich schwer, andere Sachen haben irgendwann echt ganz gut geklappt. Und ja, das war so eine Sache, da wusste ich irgendwie auch nicht komplett weiter, wie ich das Ganze so weitermache. Und ja, in dem Moment habe ich dann meine Apps mal ausgepackt. Ich habe einmal ein Video gemacht, ganz normal. Dann habe ich hier von Harry Schlagmann, Harrys Laptimer heißt die, habe ich da die Runden aufgenommen. Die werde ich euch auch zeigen oder habe ich schon gezeigt.
kann wieder mehr bleiben. Weil, wie gesagt, wir bleiben damals mit dir ausgelost. Da sieht man die Geschwindigkeit, die G-Kräfte, wie hart ich bremse, wie schnell ich in die Kurven fahre, die Kurvengeschwindigkeiten und so. Das ist mega, 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 mega geil, um zu wissen, wie man fährt, um zu analysieren, wie der Fahrstil ist, wie man wo gefahren ist und so weiter. Das hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Ich glaube, insgesamt hat jeder da so 15, 20, 25 Runden mit echt viel Gas abgespult. Da muss ich aber sagen, da gegen Ende, ich habe ein paar Runden richtig, richtig reingehackt, also zweiten Gang, dritten Gang, das ging immer so in den Bereich 50, 30, 50, 110, 115 vielleicht max, aber das weiß ich jetzt nicht. Also so zweiter Gang Ende, dritter Gang noch kurz rein, also deswegen würde ich mal sagen, zweiter Gang geht bei mir bis 102, so ein bisschen über 100. Irgendwo in dem Video weiß ich, bin ich 107 gefahren. Da ist es wirklich so richtig bam, Zwischengas reingeballert, um die Kurven geschmissen. Also das war wirklich keine Materialschonung fürs Auto. Und dann immer zur Pause habe ich die Motorhaube aufgemacht und dann habe ich auf einmal gesehen, dass da vorne mein Motor ein bisschen dampft. Und ich so, ach du heilige Scheiße. So, ne? Und war ein bisschen verunsichert, was da abging. Dann Motorhaube aufgemacht, geguckt, habe ich gesehen, okay, irgendwie ist mein Motor da ein bisschen am Schwitzen. Habe dann ein bisschen Schiss bekommen, habe dann ein bisschen das beobachtet, wo das herkam. Es sah im ersten Moment so aus, als wäre die Kopfdichtung nicht dicht, aber dann habe ich gesehen, dass es von oben irgendwie abgelaufen ist oder übergelaufen ist. Und ich konnte mir erstmal nicht erklären, wo das herkam, bis ich ein bisschen nachgedacht habe. Und zwar, als ich an dem ADAC-Ding angekommen bin, habe ich erstmal Öl nachgefüllt, einen halben Liter. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen daneben gekippt und das hat sich dann verselbstständigt und ist dann auf den Krümmer getropft und hat dann da den Öldampf produziert, wo ich erst dachte, dass mein Auto da ein bisschen kaputt ist. So, da habe ich auf jeden Fall ein bisschen Schiss bekommen und bin danach die Runden erstmal ein bisschen ruhiger gefahren, weil auch mein Auto ein Geräusch gemacht hat, was ich nicht zuordnen kann. Das war ein leicht quietschendes Geräusch, was aber jetzt nicht die Bremse war. Aber ich glaube, im Endeffekt war es doch die Bremse, aber ich kannte dieses Geräusch von der Bremse nicht. So, und das hat dann dazu geführt, dass ich die letzten 3-4 Runden ein bisschen entspannter gefahren bin. War vielleicht aber auch ganz okay, weil ich wollte mein Auto auch jetzt dann nicht so krass noch weiter beanspruchen, weil das war eine ganz schöne Belastung. Auf dem Ring ist es deutlich entspannter, muss ich sagen, vom Gefühl her, weil ich erstens die Strecke noch nicht so gut kenne, zweitens nicht so extrem gefahren bin, wie ich da auf der Strecke gefahren bin und drittens man nicht so starke Schwankungen hat mit Vollgas, Vollbremsung. Also ja, das ist irgendwie doof gesagt. Es gibt wenig Passagen, wo man da auf 30 km/h runterbremsen muss. Und auf dem Ring ist alles so, es ist eine sehr schnelle Strecke. Und deswegen war das hier schon richtig von 107 auf 30, auf 100, auf 30, auf 40. Und das war so ziemlich viel Belastung. Und vielleicht ist die Kühlung auch bei weniger Geschwindigkeit und der hohen Drehzahl, die ich auch mal abgerufen habe, natürlich auch nicht ohne. Ja. Ach so, genau. Was kostet die ganze Nummer? Und zwar, wenn ihr es am Wochenende bucht, so wie wir das gemacht haben, dann kostet das Ganze 265 Euro, ich glaube, für Nichtmitglieder. Essen kostet 15 Euro extra. Ich habe jedenfalls 275 Euro bezahlt. So. Das ist egal. Also ich habe 275 Euro für den ganzen Tag bezahlt. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann schreibt gerne in die Kommentare. Und bis zum Ende dran geblieben seid, dann nehmen wir mal einfach einen Hashtag und der heißt Trackday-Lust. Ja, machen wir Trackday-Lust. Wenn ihr darauf Bock habt, dann kommentiert das mal. Bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie es für euch aussieht. Im Slalom. Wie die Reifen aussehen können. Ich zeige euch auch noch meine Sitzposition. Verschleiß, der hier stattgefunden hat. So. Haut rein, ciao!